Herzlich willkommen und ein vermutlich fröhliches und letztes Mal Hallo von eurem Herring Ray. Also vermutlich fröhlich nicht, sondern vermutlich letztes Mal. Das ist wahrscheinlich der letzte Part von Splatoon, dem Singleplayer-Modus. Darauf wollte ich einfach nur hinaus. Und ich habe mich jetzt schon mal zum Boss-Kessel-Portal gebracht. Aber bevor wir da reingehen, gucken wir uns natürlich die ganzen Schriftrollen an, die wir zwischenzeitlich eingesammelt haben, weil wir die unglaubliche tolle Hintergrundgeschichte von Splatoon natürlich nochmal hautnah mitlesen wollen oder so. Also, damit fängt es an. Splatoon. Das Buch. Oder so. Weiß nicht. So, die Elektrowälse werden schon seit Ewigkeiten als Energiequelle geschätzt. Selbst Inkopolis wird von einem 100 Jahre alten Riesen-Elektrowälz mit Strom versorgt. Ich glaube, das ist der, den wir jetzt retten sollen. Glaube ich. Wir Oktarianer leben tief im Untergrund. Unsere Kesselportale helfen uns dabei, zwischen unseren Wohnhöhlen hin und her zu reisen. Unglaublich, das wusste ich gar nicht. Cool. Diese Maschine scheint den Oktarianern als Fortbewegungsmittel zu dienen, doch sie ist innen leer. Wie bewegt sie sich? Vielleicht durch harte Arbeit und pure Willenskraft der Oktarianer? Diese ca. 2000 Jahre alte Aufzeichnung ist das älteste bekannte Zeugnis der sogenannten Revierkämpfe. Das bekannte Format von Kämpfen 4 gegen 4 war schon damals fest etabliert. Kennen wir. Die fürchterregende Biologie der Inklinge. Gliedmaßen, Sprung bis zu 150 cm. Skelett keines. Gehirn simpel und auf Spaß ausgelegt. Augen erkennen Beute bis 100 Meter. Tinte hochkomprimiert. Das Energieministerium ließ auf einer Pressekonferenz verlauten, dass in naher Zukunft eine Energieknappheit zu erwarten sei. Dies sowie der schlechte Allgemeinzustand der Untergrundkuppeln lässt nichts Gutes erahnen. Die beim Revierkampf verspritzte Tinte verschwindet ganz umweltverträglich nach einiger Zeit von selbst. Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies. Von Octo Angelo. Cool. Hätte man jetzt aber eigentlich auch noch ein bisschen schöner irgendwie, weil es wird halb durch das, so kann man das ausblenden natürlich. So macht das ja viel mehr Spaß. Ja, ich erkenne den künstlerischen wertvollen Gedanken dahinter, vielleicht. Manche Oktarianer können ebenfalls eine humanoide Form annehmen. Sie sind sehr beweglich und außergewöhnlich aggressiv. Höherrangige Individuen tragen Algen auf dem Kopf. Aber wie denken sie? Oder denken sie überhaupt? Sind sie vielleicht irgendwie triebgesteuert oder so? Also, ihr wisst schon, nicht der Trieb, sondern ein anderer Trieb. Der Anstieg des Meeresspiegels löschte das Leben an Land aus und die Urahnen der Inklinge nahmen das nun leere Land in ihre 10 Tentakel. Dann begann das Zeitalter der Weichtiere. Cool. Zweimal im Jahr zieht die Inkopolis Modemesse die jungen Leute in ihren Bann. Haben diese Kreaturen nichts anderes im Sinn außer Kämpfen und Mode? Es ist ein lustiges Völkchen. Zu Kriegsbeginn sah es für die Oktarianer noch gut aus. Dank ihres Fleißes und zeitigen Aufstehens waren sie den faulen Inklingen überlegen. Sie sind schon morgens um 6 aus dem Bett gekommen. Ja, so werden die meisten Kriege gewonnen. Einfach pünktlich um 6 aufstehen und schon funktioniert das. Auch vor 100 Jahren waren die Inklinge schon so vergnügungssüchtig wie jetzt. Laute Explosionen verkündeten das nahe Ende der Inklinge, als die mächtigen Octobots ihre letzte Bastion stürmten. Der Sieg schien den Oktarianern sicher. Doch ein leichtfertig gezogener Stecker verhinderte ihren Sieg abrupt. Da war plötzlich der Saft weg. Das Glück war den Inklingen hold und so wendete sich das Blatt. Unter Historikern ist unbestritten, dass der Sieg der Inklinge in erster Linie ihrer überlegenen Anzahl an Extremitäten zu verdanken ist. Okay, hätte ich jetzt nicht so interpretiert, aber na gut. Das letzte erhaltene Foto des Aquamarine-Geschwaders. Der Unbekannte mit den verschränkten Armen scheint der Anführer dieser legendären Truppe zu sein. Der Krieg tobte zu dieser Zeit schon ein Jahr, war aber bald vorüber. Der Unbekannte mit den verschränkten Armen. Müssten wir ihn kennen? Das ist kein Agent oder so, oder? Vor dem großen Revierkrieg standen sich Inklinger und Oktarianer noch freundlich gegenüber. Nie hätten sie sich vorstellen können, dass die ansteigenden Meere sie zum Kampf um die verbliebenen Reviere zwingen würden. Zumal der Planet so groß ist und die Ozeane so weit, also, naja. Diese beiden jungen Damen haben mit ihrem Lied dem Publikum beim Nachwuchsgesangswettbewerb die Tinte in die Augen getrieben und unter tosendem Applaus den Sieg nach Hause getragen. Das sind jetzt aber nicht unsere Ansagerinnen, oder? Ich weiß es nicht. Das Bild ist ein bisschen undeutlich. Täglich Schlussverkauf im Buja-Bazar. Nur die beste Mode zu den besten Preisen. Wer sich hier nicht blicken lässt, braucht sich nirgends mehr blicken lassen.
Gewährt das große Wuschelige dem kleinen Gestreiften ein Zuhause oder steuert der kleine Gestreifte das große Wuschelige? Vermutlich ist es egal. Das neue Album Fresh Kids von Squid Squads bringt ihren ohnehin genialen Squidcore Sound auf einen völlig neuen Level der Freshness und die Tentakel zum Wackeln. Wupp, wupp, wupp. Der perfekte Sound für einen Revierkampf. Erinnert an den Inhaber des Schuhgeschäfts. Kann es Kreaturen gegeben haben, die sich von Garnelen ernährten? Das klingt unvorstellbar. Sieht eigentlich lecker aus. So ein bisschen. Naja, eigentlich bin ich nicht so ein Fan davon, aber naja. Der Hunger treibt schon rein. Aus den Tiefen der Meere strebten wir an das Licht der Oberfläche. Auf der Suche nach noch hellerem Licht senden wir diese Nachricht ins All. Vielleicht treffen wir eines Tages auf Lebewesen, die uns ähneln. Finde Gedanken eigentlich vollkommen spannend, dass da draußen ja tatsächlich so gewisse Dinge von uns, also von uns als Menschheit gesprochen, dass da draußen im Weltall tatsächlich so Dinge herumtreiben und eventuell tatsächlich mal von einer anderen Rasse gefunden werden oder so. Und die sich dann so fragen, nee, was sollte das denn? Kann ja unter Umständen sein. Ich finde Gedanken einfach spannend. Naja. Man könnte sagen, dass diese traditionelle Volksweise in die DNS eines nahezu jeden Inklings eingraviert ist. Ursprünglich wurde gesungen, um den Reichtum der See zu preisen und sich für ihre Großzügigkeit zu bedanken. Warum sind wir hier? Was ist der Sinn des Lebens? Die Antworten auf diese Fragen sind unwichtig. Vertrauen wir lieber dem Schicksal und verbringen wir unsere Tage und Nächte mit einem niemals endenden Fest. Okay, hatten wir schon. Wieso manches andere auch, aber egal. Die Wissenschaft warnt vor einem Ansteigen der Meere, doch niemand will es glauben. Die menschliche Zivilisation wird im Meer versinken. Wird auch dieses flauschige Wesen von den Wellen verschlungen werden? Nein, der Miezekater an sich kann natürlich dann überleben, wenn das Meer ansteigt. Und wenn ich mir meinen Miezekater so angucke, dann kann ich das nicht wirklich glauben, aber okay. Ich find's gut. Dieses 12.000 Jahre alte Fossil besitzt ein Skelett. Seine Schädelgröße legt nahe, dass dieses Lebewesen primitiv und von geringer Intelligenz war. Dieses Exemplar war vermutlich gerade mit einer Art heiligem Ritual beschäftigt. Zumindest sieht es so aus, als hätte sich der Schädel gefreut. Der Tag ist gekommen, mein geliebter Miezi. Diese Kapsel öffnet sich erst in 10.000 Jahren. Ich kann nur hoffen, dass dich eine bessere Zukunft erwartet. Ach so. Ach so, diese eine Katze wurde dann gerettet, oder was? Durch so eine Kryotechnologie. Und die Inklinge haben es dann aufgetaut und haben festgestellt, hey, der Kater ist voll cool drauf. Lass ihn uns zu unserem Mietsrichter machen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich bin mir unschlüssig. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. In den Fängen der Octo-Tyrannei. Endgegner Nummer 5. Das Finale möge beginnen. Hui, in der ollen kleinen Unter-Schnups. Tasse, die ein Portal darstellt in eine gänzlich andere Dimension, nö, die uns irgendwo anders hin befördert. In die Tiefen des Alls. Wo irgendwie auf uns wartet. Nummer 3, das ist eine Falle, komm bloß nicht näher. Das fällt dir aber früh ein, wir können ja schlecht wieder gehen. Wir lassen dich doch nicht einfach im Stich. Ist das ein... Ach, das ist der Wels, der Elektro-Wels, oder? Natürlich ist das unser Wels. Der ist halt einfach nur ein bisschen größer und so. Und der versorgt hier alles voll mit Energie, eventuell. Ziemlich viel Elektroschrott unter Umständen. So, okay, hallo Elektro-Wels, ich möchte dich. Flup! Nein! Der Elektro-Wels verschnabuliert. Wow. Aha, das war kein Elektroschrott, das ist ein Tentakel. Und was bist du für einer? Was zum Teufel? DJ Octario, ich habe zuerst für so eine Art Möchtegern-Freezer gehalten. Ich werde mir zurückholen, was mir gehört. Cooler Beat. Okay, bin jetzt schon begeistert. So, mal gucken, ob das so bleibt oder eben auch nicht. Die interessante Frage ist, die ich mir jetzt gerade stelle, kann ich dich... Nö, ich kann dich gar nicht so angreifen. Zumindest scheint das fast so zu sein. So auch nicht? Cool, ich kapiere schon seine erste Phase nicht. Vielleicht mit Granaten. Nö, die fallen irgendwie ab. Bleibt mir denn dann noch?
Dann einfach nur ein bisschen. Nur ein bisschen heftiger mal zurückfeuern. Okay, das. Das kriege ich dann tatsächlich hin. Glaube ich, denke ich. Das ist ein Konzept, mit dem ich durchaus leben kann. So. Okay. Mehr Elektroschrott. Und. Mehr Fausthiebe, die zurückgehen. Okay. Denkst du, du kannst mit mir aufnehmen? Naja, das war der Plan. Ich verstecke mich mal lieber. Bringt aber gerade gar nichts. Was bist du? Was bist du? Was bist du? Was bist du? Ja, ich glaube, das war. War doch gut, oder? Ja, aber ich glaube auch, dass ich das häufiger machen muss. Das ist so eine Art Tennisspiel. Ui! Ja, dreimal muss man das machen. Okay, Umf. Ja, Umf. Hast du schon richtig gehört. Ui, das ist ein großer, groß angelegter Levelkomplex, den man hier bestreiten darf. Und der uns wohl auch so ein ganz klein bisschen auf Trab halten wird. Oh. Oh Gott. Na gut. Okay. Arks. Schön. Aber zum Glück mit Checkpoint und so weiter. Deswegen nicht so schrecklich wild. Erstmal hier. Erstmal ausweichen, Hering. Wäre ganz gut gewesen. Okay. So. Erstmal ausweichen. Und dann kurz beobachten. Genau. Wann nämlich die komischen Fäuste kommen. Und zurück. So. Okay. Weiter im Text. Ich muss nur bis zum nächsten Checkpoint kommen. Dann ist die ganze Welt in Ordnung. Nein! Wow. Okay. Bis hierhin alles gut. Bis hierhin alles gut. Jetzt greift er wahrscheinlich wieder. Oh, Schriftrolle. Mit seinem Ultralaser an. Ja, genau. Dem man zum Glück einigermaßen gescheit ausweichen kann. Igitt. Ja gut. Da habe ich die eine Faust jetzt natürlich verpasst. Macht aber nichts, weil der Treffer scheinbar trotzdem gezählt hat. Nein! Wie unfair. Doch nicht unfair. Ach komm! Das gibt's doch nicht. Schade. Och. Och nö. Okay. Dann machen wir das Ganze jetzt also nochmal. Damit ist jetzt schon mal mein Plan hinüber, den Endgegner beim allerersten Versuch zu schaffen. Das wäre jetzt eigentlich so meine Idee gewesen, weil ich eben im Vorfeld gehört habe, dass manche Leute den Endgegner hier als einigermaßen fordernd betrachten oder so. Und ich wollte dem Ganzen seinen Mythos nehmen. Hat jetzt das schon mal überhaupt gar nicht geklappt, aber ist nicht weiter schlimm, weil ich mir so denke, dass der nächste Anlauf viel besser klappen sollte. Kann nicht so schwer sein. So. Sequenzen kann man nicht überspringen. Ist auch ein Unding übrigens in Videospielen, aber das nur so nebenbei. Fortsetzen, cool. Wir können die Mission abbrechen, ist herzergreifend. Die Inszenierung des Endgegners gefällt aber, ja. Ich find's fluffig. Was hat er da eigentlich? Sind das Brokkoli-Stangen? Oder so Seegurken, Seeanemonen? Nennt man das? Ich weiß nicht genau. Hat schon Style. Irgendwie schon. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht sollte mir das gar nicht so sehr gefallen. Aber nein. Hat schon irgendwie. Hat schon viel Schönes. So. Dann jetzt. Auf. Auf und davon. Und vor allem einigermaßen voran. Au. Und bitte nicht erwischen lassen. Ist jetzt nicht so klug. Ja. Nicht so klug hier zu stehen, meine ich. Weil man nicht gerade viel Platz hier vorne zur Verfügung hat. Okay. Blups. Okay, und das Ganze jetzt irgendwie nochmal. Ach nee, jetzt kommt ja seine komische andere Form. Gleich, dachte ich. Ja, denkst du, kannst du mit mir aufnehmen. Er ist schon fluffelig. So, ist das das komische Ding eigentlich, das dann die ganze Zeit mit uns via Funk gesprochen hat? Wenn wir mit unserem Captain Kuttelfisch geschnackt haben, beziehungsweise mit den Agenten. Das könnte doch unter Umständen der Wahrheit entsprechen, oder? Granate! Impertinenter Inkling! Danke, das höre ich gern. Flupp! So.
wieder zum Checkpoint. Also, kurz in Sicherheit bringen. Und dann... ja, eigentlich nur genau dasselbe machen wie sonst auch. Flup, 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 flup. Ist auch interessant, auf eine gewisse Art und Weise, dass man bei diesem Endgegner die Schriftrolle... ups. Die Schriftrolle wieder suchen muss, sammeln muss, wie auch immer. Das war ja... kurz warten. Das war ja bei den vorherigen Endgegnern halt nicht so, ne? Von daher haben sie dann mal wieder so ein ganz klein bisschen das Konzept über den Haufen geworfen, aber sie haben die Schriftrolle nicht besonders gut versteckt. Sollte vielleicht auch nicht der Anspruch sein, um hier nicht unnötigen Frust aufkommen zu lassen. Wow. Ich glaube, es war aber sehr, sehr gut, dass ich mein Inkling-Arsenal so ein ganz klein bisschen aufgemotzt habe. Ja. Und so einfach ein paar mehr Möglichkeiten habe, was das längere Schießen und so weiter angeht. Mein Arsenal hält einfach viel länger. Und so ist das Ganze um einiges bequemer, um einfach mal drauf zu halten. Das wäre bestimmt anders, wenn ich das nicht immer fleißig aufgemotzt hätte. So, welche Hand kommt jetzt als nächstes zu mir? Nimm dies! Ah, es kommt gar keine Hand. Stattdessen macht er wieder den Gag. Flup! Okay. Kombiniert er das Ganze jetzt noch mit... nee, mit seiner Faust kombiniert er das nicht. Das wäre ein bisschen mies. Oh Gott! Ach, scheiße. Das wäre es eventuell sogar schon gewesen. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass man es wieder dreimal machen muss. So, alles schön vollklecksen. Damit ich, ups, mich hier frei bewegen kann. Und wieder zurück. Und, wow, 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 ach, scheiße. Oh, es gibt so viele Dinge, auf die man sich hier konzentrieren muss. Das ist ja abartig. So, okay. Wieder kleine Kerle, so ein ganz klein bisschen kaputt machen. Dupidupidup, wieder das einfärben. Dupidupidup. Und dann so machen. Hallo? Kannst du bitte zurück? Danke. Das war jetzt ja schon ein bisschen doof. So. Und ja, jetzt. Blöks. Okay. Volltreffer. Nu? Granate. Bringt nichts. Los, meine Schergen. Schergen? Welche Schergen? Ich sehe keine Schergen. Ich will keine Schergen. Auf geht's. Ja, ja, genau. Auf geht's. Wieder zum Checkpoint. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass er irgendwie sich so Octoling-Verstärkung holt. Was ja auf eine gewisse Art und Weise auch, wow, ganz witzig gewesen wäre. Wenn ich jetzt nochmal gegen so ein paar kleine Spießgesellen hätte antreten müssen. Ja, kommt sogar tatsächlich. Oh Gott. Nicht die, die ich meinte. Aber okay. Wow, 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 wow. Das ist gerade schon ein bisschen heftig. Wenn ich das mal so anmerken darf. Also, man wird hier durchaus ein bisschen gefordert. Zumindest mehr als bei den anderen Endgegnern. So, rein gefühlsmäßig. Aber ich glaube, das sieht man eigentlich auf den ersten Blick. Hier ist viel mehr los. Und man muss sich auf mehr konzentrieren. Und so weiter. Also, das ist schon nicht so hundertprozentig ohne. So, hier kann ich ganz viel in meiner Farbe einfärben. Das ist wundervoll. Und jetzt muss ich nur kurz überlegen und drauf aufpassen, wo denn bitte schön die nächste Faust der Liebe landet. Gut. Die liebe, liebe Faust. So. Au. Wow, 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 wow. Wie viele von den Dingern verschießt er plötzlich auf einmal? So, zack. Mehr von meiner Farbe. Mehr von meiner Farbe? Wow. Ah, dadurch, dass ich das Ding zum Platzen habe bringen lassen, ist auch die Faust instant wieder zurückgeschleudert worden. Ich fülle dich in meinen Kugelschreiber. Das wäre unschön. Also, möchte ich nicht. Ich möchte ungern in einen Kugelschreiber landen. Vielleicht kann man das ein bisschen ja verstehen. So. Ich bitte einmal so. Und dann noch einmal... Scheiße. Wäre zu schön gewesen. Das
waren nämlich genau wieder dreimal. Denke ich doch, hoffe ich doch. Flups! So. Einmal kurz dich kaputt machen. Machst du jetzt wieder deinen großen... Machst du? Ja, du machst. Oh. Aber wo schießt der denn hin? Genau dahin, wo ich eventuell nicht stehe. Doch. Flup! Ach, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Es ist zu viel. So, kleine Gegner. Ja. Hier, bitte wieder ein bisschen Orange. Dankeschön. Ein bisschen mehr Orange. Und... ja, da kommt wieder mein Freund. Also, ich muss mich ja eigentlich hauptsächlich nur auf dich konzentrieren. Und den lila Strahl der Vergeltung. Weil, ja, weil der mich am ehesten umbringt. Der kommt aber auch so schnell zurückgeschossen dann nach dem zweiten Mal. Da darf ich wirklich nichts anderes ins Visier nehmen. Auch wenn das echt fies ist, weil man eigentlich im nächsten Moment denkt, dass man da wirklich hops geht. So. Blups. Okay. Kurz auf ihn konzentrieren und zurück. Werk. Reicht's dir jetzt oder immer noch nicht? Für wen hältst du dich? Der gibt dir immer noch nicht auf. Halleluja. Also, mehr als doppelt dreimal so nervig wie jedweder andere Endgegner in diesem Spiel. Färben möglichst viel Boden ein, schießt die Okto... Ja. Boden. Ups. Boden. Das ist ja eine bodenlose Bodenfrechheit. Lasst mich in Ruhe. Mit euren Klexis. Wow. Ah, wenn man die jetzt alle in der Luft abfangen könnte, das wäre super. So. Dich zurück. Und... ein bisschen unsichtbarer Boden. Solche Feinheiten bringen sie dann hier auch unter. Und dafür haben sie dann wieder Zeit. Ja, nee. Das finde ich ja irgendwie wunderschön. So. Halt. Nein. Nicht zu viel Nerven. Nicht zu viel Nerven. So. Hier vielleicht auch wieder ein bisschen. Ja. Oh, guck mal einer an. Ups. Okay. Bis hierhin läuft alles super. Wundert mich dann eigentlich fast, dass sie die Schriftrolle dann auch wieder so weit am Anfang eigentlich platziert haben. Man sollte doch annehmen, dass sie dann irgendwann eigentlich erst kurz vorm Schluss kommt. So würde ich mich echt maßlos ärgern, wenn ich die nicht mitgenommen hätte, aber okay. So, hier wieder, ja. Okay, schöner Weg. Oh, und ein bisschen schneller machen, Weil das sonst ganz schön nervig ist. Wie nah man noch an ihm dran ist. Wow. Und wie bunt das alles ist und wie schön und überhaupt. Und, gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Und jetzt verstehe ich auch so andeutungsweise, warum manche Leute echt halbstündige Parts bei diesem Endgegner hier machen. Das dauert halt einfach so lange, bis man den... bis man den weggeknupst hat. Ups. Und ich bin gespannt, wie ich zeitlich liege. Und ich bin noch mehr gespannt, ob ihr der Meinung seid, dass ich mich doof angestellt habe. Oder ob es noch einigermaßen ging. Aus dir mache ich ein Stempelkissen. Nein, kein Stempelkissen. In Sicherheit bringen. Vielleicht auch mal kurz hier hinten wieder ein bisschen aufräumen. Kommst du jetzt wieder mit deiner... Ja, du kommst wieder damit. Okay. Konzentration. Also, ich muss nur dich immer wieder zurückschleudern. Dann ist alles okay. So, kurz hier nach rechts ausweichen. Zack. Und wieder zurück. Bam. Und? Dafür wirst du bezahlen. Ja, wie jetzt? Was ist das für ein Lied? Ja, wenn ich es nicht besser wüsste, es klingt nach den 90ern. Kannst du unser Lied hören, Nummer 3? Du hältst es falsch herum. Das ist doch... Ja, das ist genau meine Musik. Die Sea Sirens. Ums. Okay. Jag doch deinen Enkelinnen nicht so einen Schrecken ein. Nummer 3, bitte rette unseren Opa. Es geht noch weiter. Ein letztes Mal Attacke. Ist hier nicht bald mal Feierabend.
Wow. Die Idee ist cool. Ups. Will ich überhaupt hin? Hilfe! Nein, ich wollte nicht dahin. Geil. Boah, wenn ich jetzt noch drauf gehe, dann, dann bin ich ein bisschen stinkig. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ups. Bitte wieder mal Foss. Dankeschön. Kann man ihn... Doch, man kann ihn noch weiter zurück... Wow. Oh, jetzt habe ich gedacht, ich falle hier runter. Nein. Kurz in Sicherheit gebracht. Oh, scheiße. Ich bin viel zu nah dran, habe ich den Eindruck. Und ich habe viel zu wenig Platz hier. Ey, das ist so unfair. So. Ja, ja. Ich will darüber. Hier hinten, es sieht so aus, als hätte man Platz. So. Nein, 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 nein. Ich brauche mehr Farbe. Überall mehr Farbe. Das ist eigentlich, was hier die ganze Zeit einsammelt. Ach, das war ein Kugelschild jetzt, ne? Kommt wieder die Faust, oder? Ja, die Faust des Frohsinns. Ach, komm. Captain Kuttelfisch, ich will dich furchtbar gerne retten. Aber dafür musst du hier auch irgendwo mal in der Nähe sein, ne? Das ist... momentan. Es wird affig. Es wird wirklich affig. Nein, nein. Oh Gott, wo stehe ich hier? Ah, Hilfe. Wow. Das ist das Glück. Ein wunderschönes Commentary ist mittlerweile auch was anderes, glaube ich. Aber ich hoffe, man kann es mir nachsehen, wenn ich ein ganz klein bisschen überfordert bin mit dem, was hier passiert. Wow. Da stand ich auch noch direkt drin. Das war nicht schön. Faust? Nein. Oh Gott. Jetzt Faust. Faust! Faust zurück! Ach, komm schon. Ey, noch ein Stückchen weiter, Nummer 3. Ja, ist gut. Mittlerweile kann ich es nicht mehr so richtig glauben. Nein! Ach, komm. Ah, das tut er mir nicht wirklich an, oder? Ich sitze auch unbequem und falsch. Das verdirbt mir die ganze Laune. So. Galt das jetzt eigentlich als 2 Treffer oder war das jetzt nur ein Treffer? Es war nur ein Treffer, oder? Fürchte ich fast. Es wirkte fast so, als wäre es nur ein Treffer gewesen. Und wenn ich jetzt wirklich Game Over gehe, also ich bin dann so ein ganz klein bisschen stinkig. So, zack und zack. Und, wow, ich wäre jetzt fast so an das Ding rangegangen, ohne irgendwas zu aktivieren oder so. Ups. Das wäre ein bisschen ärgerlich gewesen. So. Kurz in Sicherheit bringen. Kugelschild. Ist eine super Sache. Nutzt mir leider nicht unmittelbar etwas. So, zack. Zack. Es bringt überhaupt nichts, dass ich den doppelt so angreife. Weil der Abstand ist immer derselbe. Mit dem man dann so hier in der Gegend rumsteht. Und das ist so fies, dass man dann hier einfach nur noch so einen eng schmalen Gang zur Verfügung hat, wo man sich fortbewegen kann. Ups. Ich bin nur am Rummeckern, ich weiß. Aber tut mir leid. Das Ganze ist echt nicht ohne. Vor allem, wenn man das wirklich das allererste Mal macht. Also Respekt. Hätte ich nicht gedacht. Weil der ganze Singleplayer ist eigentlich ansonsten... also vom Schwierigkeitsgrad her ist okay. Also da ist jetzt nichts... so großartig Fieses dabei, wo man sich so denkt, oh ja, mein Gott, da sitze ich jetzt 3 Tage dran oder irgendwie so in der Art. Nö. Das ist eigentlich wirklich alles ziemlich moderat und so, dass man es auch locker schaffen kann. Aber was die jetzt hier gerade so machen, das geht fast auf keine Kuhhaut. Finde ich persönlich. Man kann es halt auch ein bisschen übertreiben. Ein ganz kleines bisschen. So, ups, hier in Sicherheit bringen. Laser, 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 Laser. Ich müsste halt einfach auch nur wirklich dran denken. Ich werde das nun zu Ende bringen. Ja, ich müsste halt nur dran denken, eigentlich den Kugelschild zur rechten Zeit zu aktivieren. Ja, dann wäre das alles kein Thema. Beziehungsweise ich muss halt einfach nur die ganze Zeit hier links und rechts ausweichen. Dann ist es auch kein Ding. So, zicke, zacke. Hühner. Kacke. Also. Oh nein. Du gehst bitte weg. Weil du noch Probleme verursachst. Ach, scheiße. Und dann konzentriere ich dann in dem Moment mal drauf.
Okay. Bleiben wir kurz mal hier stehen. Greift er mich eigentlich an, wenn ich mich verstecke? Ja, greift er. Woher auch immer weiß, dass ich da bin. Ah, Gott. Halt. So, nein, 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 nein. Wow. Okay, ist mir egal. Ich aktiviere jetzt den Kugelschild. So. Ja, ja. Gibt bestimmt irgendeinen Bonus oder so, wenn ich... Was zum Teufel? Das ohne Kugelschild mache? Ist klar. Habt ihr gesehen, wie schnell das Ding zurückgekommen ist? Okay, jetzt verstehe ich auch wirklich komplett den Einwand, dass man das eigentlich ohne Upgrades kaum schaffen kann. Stell dir mal vor, ich hätte keine Upgrades und würde noch mit meiner normalen Feuergeschwindigkeit auf das Ding holzen. Ding der Unmöglichkeit. So, zurück und fertig. Jetzt gib ihm den Rest. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Und. Ich kann es nicht lesen. Und wie ist das möglich? Von einem Inkling besiegt. Wie bedauerlich. Hätte wirklich auch Freezer sein können. Von einem Saiyajin besiegt, oh mein Gott. Naja, boah, da ist er zersplottert. In allen möglichen Geschmacksrichtungen zersplottert. Wunderschön. Wie jetzt? Ich bin verwirrt. Ganz Inkopolis schläft, nur der Newsticker nicht. Wie, was, wo, was gibt's denn um die Uhrzeit? Der Riesenelektrowälz ist zurück am Tintenturm. Boah, echt? Das ist ja mal eine Neuigkeit. Wo er war? Wir werden es wohl nie erfahren. Naja, jetzt ist er ja wieder da. Juhu, lass uns das mit einem Ständchen feiern. Um die Uhrzeit? Naja, warum eigentlich nicht? Okay. Coole Idee. Damit wir sehen, wer hier überhaupt mitgearbeitet hat, müssen wir das Ganze hier selbstständig bepinseln. Ansonsten würde sich hier nur ein schwarzer Bildschirm befinden. Gut, okay. Ja, das war dann also der Singleplayer-Modus von Splatoon. Ich muss dann jetzt... fangen wir mal von vorne an. Ich habe das Let's Play ja eigentlich unter dem Gesichtspunkt auch gestartet, dass ich jetzt einfach mal die These in den Raum geworfen hatte und gesagt habe, Splatoon, der Singleplayer-Modus, der ist ja im Endeffekt, der ist, wird nichts Besonderes sein. Auch wenn die Leute da im Vorfeld jetzt irgendwie verhältnismäßig geil drauf waren, teilweise, und das Spiel über den grünen Klee gelobt haben. Ich wollte mir da so eine gewisse skeptische Ader bewahren. Und ich finde, größtenteils wurde ich auch bestätigt in dem, was ich jetzt gespielt habe. Es hat Spaß gemacht, das ohne Frage. Es waren ein paar coole Ideen dabei. Und das ganze Farbspritz-Feature und so, oder wie das Game halt aufgebaut ist, das macht schon ziemlich viel Spaß und das kann man locker flockig runterspielen. Ich selber habe mir für den Singleplayer-Modus jetzt einen Monat Zeit gelassen. Andere haben das Ganze an einem Tag gespielt. Vielleicht ist das Ganze auch dann teilweise ein bisschen empfehlenswerter, wenn man das sich tatsächlich am Nachmittag, an einem längeren Nachmittag reinpfeift. Also ist gute, nette Kost. Kann man spielen, muss man vielleicht nicht mal spielen, weil, wie gesagt, der Fokus des Spiels liegt ja nun mal doch beim Singleplayer-Modus. Beim Multiplayer-Modus. Und der Singleplayer-Modus ist halt wirklich, ja, es ist eine nette Reingabe, also ich bleib dabei. Um die Gameplay-Mechaniken ein bisschen besser zu lernen und so, um sich ein bisschen austoben zu können. Und ja, also, aber wie gesagt, es waren coole Ideen dabei. Ich mochte die Endgegner, insbesondere Endgegner 4 und 5 jetzt eigentlich. Auch wenn der 5. mir teilweise schon ein bisschen, er war ein bisschen fast schon over the top. Danke fürs Spielen. Für das, was wir eben vorher im Spiel eigentlich gemacht haben. Und das war ja eigentlich nicht viel. Dagegen war das jetzt unter Umständen ein bisschen zu viel, too much. Aber hat trotzdem Spaß gemacht und es ging ja, wie wir gerade gesehen haben. Auch wenn ich gemeckert habe, auch wenn ich überfordert war, auch wenn da teilweise viel zu viel Geschosse auf einen zugekommen sind, man hat es ja dann irgendwie doch geschafft und
Dies hinterlässt zumindest bei mir jetzt ein positives Gefühl. Heldenanzug-Replik für Kämpfe online erhalten. Ach nee, man bekommt ja also noch... Octoling-Anzug für Kämpfe online erhalten. Man bekommt ja also noch Kostüme für einen Online-Modus. Das ist ja schön und nett. Da hat sich der Singleplayer-Modus also tatsächlich ein wenig gelohnt. Okay. Von Erfahrung abgesehen, ja. Hat sich ja wirklich und definitiv gelohnt. So, wenn ich jetzt reingehe, dann kommt zwar wieder die News, aber das sollte im Endeffekt dann nur bedeuten, dass mir wieder die Maps angesagt werden, ne? Genau, Standard-Arenen und so weiter und so fort. Also, wir haben jetzt einen kritischen Moment in diesem Let's Play erreicht, nämlich das Ende. Und ja, es hat mir Spaß gemacht. War sicherlich nicht eines meiner glanzvollsten LPs, war teilweise sicherlich auch eines der für, ja, weiß ich nicht, für diejenigen unter euch, die Splatoon den Singleplayer-Modus selber gespielt haben, da war es vielleicht wahrscheinlich sogar wirklich ein ganz klein bisschen überflüssig. Für die zwei Leute da draußen, die Splatoon selber nicht besitzen, ja, ich hoffe, ich konnte euch den Singleplayer-Modus einigermaßen adäquat zeigen und eventuell habt ihr jetzt ja mittlerweile selber Bock auf das Spiel bekommen oder so. Ihr braucht nur eine Wii U und ein bisschen Splatoon und so und dann könnt ihr euch das Ganze hier einfach mal selber geben. Ja. Jetzt wäre ja nur noch die Frage gewesen wegen den Amiibos. Das sind ja auch so Geschichten, die man für sich machen kann, ohne andere Leute. Wäre also quasi auch ein verkappter Singleplayer-Modus, aktiviert man hier hinten, sofern man die Amiibos dann besitzt. Ich selber besitze den Octoling-Amiibo und das Inkling-Mädchen. Den Inkling-Jungen immer noch nicht, aber egal, komme ich schon noch mal irgendwo, irgendwann dran. Momentan, bin ich aber ganz ehrlich, bin ich jetzt nicht so heiß darauf, das mit euch zusammen zu machen. Vielleicht gönne ich mir das lieber für mich selbst. Und konzentriere mich dann auf meinem Let's Play-Kanal lieber auf ein paar andere Sachen, die es ein bisschen nötiger hätten, die es vielleicht auch teilweise ein bisschen mehr verdient hätten. Und im Strich hat mir das Ganze trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat man heraushören können. Und ja, ich finde, das soll es für den Moment dann erstmal gewesen sein. Mit Splatoon, dem Singleplayer-Modus. Ich sag für den Moment dann erstmal wieder tschö mit Ö. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald bei einem meiner anderen Projekte. Also bis dahin.